Christian Wulff gibt auf. Er war der 10. Präsident der Bundesrepublik und der Jüngste. Das letzte Blitzlichtgewitter für ihn und seine Frau Bettina. Schöne Bilder aus besseren Zeiten, als es noch keine Affären gab. Als viele Bundesbürger noch wissen wollten, wie ist er eigentlich, der neue Bundespräsident? Ich höre relativ gerne Popmusik, Apologize, andere Ohrwürmer. Apologize, sich entschuldigen. Wulff ahnte ganz sicher nicht, welche Bedeutung der Refrain seines Lieblingssongs für ihn noch haben sollte. Für eine Entschuldigung ist es zu spät. Er hat es dennoch immer wieder versucht. Es war nicht geradlinig und das tut mir leid. Man muss eben als Bundespräsident die Dinge so im Griff haben, dass einem das eben nicht passiert. Aber in den letzten Wochen ist viel passiert. Zu viel. Und das Werben um Verständnis, die Bitten um Entschuldigung, es hat jetzt nicht mehr gereicht. Ich trete deshalb heute vom Amt des Bundespräsidenten zurück, um den Weg zügig für die Nachfolge freizumachen. Sein Rücktritt ist nicht nur für ihn ein Desaster. Bundeskanzlerin Angela Merkel. Es gibt eine Parteiverdrossenheit immer schon seit vielen Jahren in Deutschland. Die geht bis zur Politikverachtung leider. Eine ganz gefährliche Tendenz steckt da in Teilen der Bürger. Und durch die Fakten, die jetzt im Zusammenhang mit Wulff bekannt geworden sind, hat sich sicherlich die Abneigung gegenüber Politik und Politikern verstärkt. 30. Juni 2010. Erst nach 3 Wahlgängen hat die Republik einen neuen Präsidenten. Doch die Mehrheit der Deutschen wollte lieber ihn, den Bürgerrechtler Joachim Gauck. Aber nach der Wahl gratulieren alle. Schließlich soll und will Wulff der Präsident aller Deutschen sein. Christian Wulff weiß schon früh, was er will. Ich wollte mit 4, 5 Jahren Busfahrer werden. Ich fand diese großen Lenkräder sensationell. Und Leute von A nach B zu bringen oder dahin zu bringen, wo sie hinwollen, fand ich großartig. Mit den Jahren ändern sich seine beruflichen Wünsche. Ich wollte dann Lehrer werden. Und in Schulzeiten habe ich mich dann darauf konzentriert, dass ich Jurist werden wollte, Richter, um Zwischenpositionen zu entscheiden. Oder Verteidiger, um jemanden rauszuhauen. Oder Ankläger. Wulff wird weder Busfahrer, Richter oder Lehrer, er wird Rechtsanwalt und Politiker in der CDU. Sein ehemaliger Klassenlehrer kann sich noch gut an ihn erinnern. Auch jetzt, wo seinen einstigen Schüler Christian Wulff alle kennen. Er war weder Clown noch Kasper. Er war ein Schüler, der immer sehr ernst schon war. Und im Nachhinein würde man jetzt sagen, das sind schon Auswirkungen seiner familiären Situation. Das haben wir aber damals nicht gewusst. Diese familiäre Situation hat Christian Wulff als Kind und Jugendlichen geprägt. Er hatte eine sehr schwere Kindheit. Ich glaube, es ist für Kinder immer schwer, wenn Eltern sich trennen und scheiden lassen. Er hatte 2 Väter sozusagen. Beide waren plötzlich verschwunden. Seine Mutter hatte Multiple Sklerose. Das ist eine ganz schwere Krankheit. Und er hat sie gepflegt, er hat sich um sie gekümmert. Er hat sich um die Erziehung seiner Schwester gekümmert. Das sind ganz, ganz jungen Jahren. Man wurde man sehr schnell verantwortlich für Dinge, für die man normalerweise mit 14, 15 nicht verantwortlich ist. Also sich um die kleine Schwester zu kümmern, in vielerlei Hinsicht da sogar mal auch zum Elternsprechtag zu gehen, aber auch für meine Mutter zunehmend verantwortlich zu sein, das macht einen dann etwas früher erwachsen. Früher erwachsen und an vielem interessiert. Christian Wulff engagiert sich an der Schule, in der Politik. Die CDU wird seine Heimat. Politik war für mich auch Ausgleich. Da fand man Genugtuung, Aufgehobensein, Verbundenheit, Harmonie, die man dann zu Hause so in der Unruhesituation nicht hatte. Politik, das war für ihn zunächst ein mühsames Geschäft.
Er tingelt durch Niedersachsen, wirbt für sich und seine Partei. Zweimal verliert er die Wahl zum Ministerpräsidenten gegen Gerhard Schröder. Niederlagen, die schmerzen, die ihn aber nicht aufhalten können. Ich selber habe nun meine Erfahrungen auch erstmal für mein Politikerleben gemacht mit Niederlagen. Ich gedenke, bei nächsten Wahlen zu gewinnen. Da können Sie sicher von ausgehen. Endlich, beim dritten Versuch im Jahr 2003. Christian Wulff ist Ministerpräsident von Niedersachsen. Vorbei die frustrierenden Jahre auf der Oppositionsbank. Als Oppositionsführer haben Sie nichts zu vergeben. Keine Posten, keine Einflusssphären, keine Gestaltungsräume. Da sind Sie der Oberwilli. Die Leute müssen Sie begeistern und haben aber nichts zu vergeben. Und wenn die was werden wollen, was machen wollen, dann gehen Sie zur Regierung, bereden, kannst du mir was für einen Radweg zu Hause, im Ort, im Dorf geben. Ja, und jetzt kommen die Leute und sagen, mit wem können wir in deinem Umfeld reden, dass wir den Radweg kriegen. Doch es geht eben nicht nur um Radwege. Als Ministerpräsident ist man wichtig, hat Macht und Einfluss. Und steht natürlich im Rampenlicht, dort, wo andere auch gerne stehen möchten oder schon lange stehen. Wulff ist jetzt gefragt. Auch Menschen wie Carsten Maschmeyer, damals der Chef des umstrittenen Finanzdienstleisters ABD, suchen seine Nähe. Man posiert, man inszeniert, trifft sich, sucht den Glamour. Für Christian Wulff eine völlig neue Welt, doch sie gefällt ihm. Und Christian Wulff kommt als Festredner, wenn Maschmeyer geehrt wird. Der Mann, der seinen Kontrahenten Gerhard Schröder immer unterstützt hatte. Sind Sie ihm auch freundschaftlich verbunden? Ja, aus den Beziehungen ist eine Freundschaft geworden und das war keineswegs selbstverständlich, denn gelegentlich hat er in der Vergangenheit ja auch massiv für meine Konkurrenz geworben. Maschmeyer, das versteht ja überhaupt keiner, wenn jemand 600.000 D-Mark für eine Anzeige für den Gegenkandidaten und man verliert dann krachend eine Wahl. Ja, dem Menschen würde ich ja dann hinterher nur noch aus gesellschaftlichen Gründen die Hand geben, aber nicht mit dem befreundet sein. Aber Christian Wulff ist eben ein größerer Christ als ich und kann vielleicht besser verzeihen. Also nicht die Freude, die man als Bundespräsident haben sollte. Jetzt muss nicht beim Bundespräsidenten Habermas und Sloterdijk aus- und eingehen. Man muss sich nicht nur mit den Geistesgrößen der Republik schmücken, obwohl ich es ganz gern hätte, dass ein Bundespräsident mit den großen Intellektuellen der Republik in Kontakt ist und nicht nur mit Herrn Maschmeyer. Und all den anderen, die jetzt ganz nah beim neuen Ministerpräsidenten sein wollen. Und denen es fast egal ist, wie er heißt, Wulff oder Schröder. So werden Schröders Kumpel jetzt halt zu Wulffs Freunden. Er hat quasi diese Freunde geerbt, übernommen. Und was viele Beobachter auch in Hannover sehr irritiert, ist die Tatsache, dass diese Leute früher, als Wulff noch Oppositionsführer war, zu seinen Kritikern, seinen vielleicht sogar Feinden gehörten. Und das sind plötzlich seine Freunde geworden. Und da fragt man sich, woran liegt das eigentlich? Nur hat Christian Wulff meines Erachtens den Fehler gemacht. Er hat diese Anerkennung, die ihm dazu teil wurde, bezogen auf sich und seine Leistung und weniger auf das Amt und die Macht, die er verkörperte. Und deshalb zeichnet er meines Erachtens manches als persönliche Freundschaft, was auf der anderen Seite eher als kühl kalkulierte Geschäftsbeziehung gesehen wird. Das sind Beziehungen gewesen, die natürlich geprägt waren durch den Amtsträger, den Ministerpräsidenten von Niedersachsen. Das spielte eine große Rolle. Und wenn das ein Mr. Namenlos gewesen wäre, wäre er nirgendwo eingeladen worden und niemand hätte sich an seiner Seite fotografieren lassen. Aber Christian Wulff will, dass fotografiert wird. Auch seine neue Frau Bettina soll in die Medien. Sie hat das, was etliche Boulevardmedien schätzen, Glamour. Viele sind gekommen, sie wurden von der Staatskanzlei informiert. Christian und Bettina Wulff gehen spazieren. Zur Inszenierung gehört auch die angebliche Überraschung. Wie haben Sie denn rausgefunden, wo wir immer Sonntag spazieren gehen? Ich bin ganz verblüfft. Hier, Sie filmen ja sogar die Fotografen. Dadurch wird ja die ganze Sache auffliegen. Ist nicht schön hier bei dem Wetter? Ja. Es sind solche Inszenierungen, die bei einigen CDU-Politikern für Irritationen sorgen, dass Wulff seine neue genau so präsentiert. Er hat viel dafür getan, dass der Boulevard ihm auch wohlgesonnen war. Das war schon damals so, als in der Zeit, als er Oppositionsführer war, dann auch in der Zeit, als er Ministerpräsident war. Und die Bild-Zeitung war für ihn da auch wegen der hohen Auflage ganz, ganz wichtig. Und er hat immer ein gutes Verhältnis zur Bild-Zeitung gesucht. Gesucht und schnell gefunden. Egal ob bei der Blitzhochzeit mit Babybauch und schon vorher mit der Zurschaustellung seiner neuen Freundin und deren Vorlieben. Alle sollen es erfahren. Endlich können sie ihr Glück zeigen.
Die erste gemeinsame Wohnung mit Liebe unterm Dach. Weitere intime Geständnisse und Banales aus dem Alltag. Bettina über Christian. Sein Lieblingsessen ist Pasta in allen Variationen. Er wollte die schönen Bilder für seine Karriere. Er hat sich auf das Boulevard eingelassen und damit auf einen Weg begeben, der ihm zunächst geholfen hat, der aber ins Verderben geführt hat. Denn so sehr die Boulevardmedien solche Bilder brauchen, manche Politiker sie auch gerne liefern. Bisweilen können diese Journalisten auch ganz anders. Sie stellen Fragen. Zum Beispiel, wer hat den Kauf dieses Hauses in Großburg-Wedel finanziert, in dem die Wulffs ihr neues Glück genießen? Das Gerücht, das da rumging damals in Hannover, war, Carsten Maschmeyer habe das finanziert. Und deswegen haben wir dann im Juni 2009 erstmals beim Grundbuchamt in Burgwedel den Antrag auf Einsicht gestellt. Ausgerechnet Carsten Maschmeyer. Es wäre der Beginn einer brisanten Politaffäre. Dann haben wir damals vom Präsidialamt eine eindeutig irreführende Antwort bekommen. Da hat nämlich das Amt oder da hat der Präsident erklären lassen, Kreditgeber war und ist die BW Bank. Und das erweckte den falschen Eindruck, dass es eben vorher keinen anderen Kreditgeber gab. Die BW Bank also und nicht Maschmeyer. Doch stimmt das wirklich? Die Journalisten wollen die Akten im Grundbuchamt sehen. Nachdem das Amtsgericht sich geweigert hat, uns Einsicht ins Grundbuch zu geben, haben wir Beschwerde eingelegt, sind zum Oberlandesgericht in Celle gegangen, haben teilweise Recht bekommen, waren aber der Auffassung, dass auch dieses noch nicht reicht und sind dann zum Bundesgerichtshof gegangen. Und der Bundesgerichtshof hat gesagt, der Spiegel darf ins Grundbuch einsehen. Das haben wir dann getan. Und da sind verschiedene Medien der Sache nachgegangen. Das war insbesondere der Spiegel, der ja auch ein Urteil erstritten hat, dass das Grundbuch offengelegt werden muss. Das war Stern, das war Bild. Und da muss ich sagen, das ist die klassische Aufgabe der Medien, auch auf das hinzuweisen, was die Anführungszeichen, herrschenden Schlusszeichen, nicht in der Öffentlichkeit haben wollen. Wenn die Medien das nicht machen, versagen sie. Die Recherche dauert mehr als 2 Jahre. Erst dann erfahren die Journalisten von Bild, dem Stern und dem Spiegel, wer beim Hauskauf den Wulffs behilflich war. Es ist Edith Gerkens, die Ehefrau von Egon Gerkens, einem langjährigen Freund von Christian Wulff. Welchen Grund hatte der Bundespräsident aber, diese Namen so lange zu verschweigen? Beim Springer Verlag erkennt man die Brisanz. Christian Wulff hatte im Niedersächsischen Landtag eine Geschäftsbeziehung zu Egon Gerkens bestritten. Die Affäre beginnt. Wirbel um Privatkredit titelt Bild und stellt gleich die brisante Frage, hat Wulff das Parlament getäuscht? Am 13. Dezember 2011 wussten alle, diese Frau gab Wulff 500.000 Euro für sein Haus. Christian Wulff reagiert sofort, beteuert, es sei tatsächlich Edith Gerkens gewesen und nicht ihr Ehemann Egon Gerkens. Doch viele Journalisten bohren weiter, wollen wissen, woher die Frau so viel Geld habe. Sagt Wulff die Wahrheit? Über besorgte Blicke auf den Präsidenten wird berichtet und dass dieser Kredit den Präsidenten in Bedrängnis bringt. Fragen bleiben. Vom Bundespräsidenten dazu kein Kommentar. Es beginnt die Zeit des Schweigens und des Wartens auf Erklärungen. Das Krisenmanagement war katastrophal. Er hat sich dem Trugschluss hingegeben, dass er als Bundespräsident in gewisser Weise nicht angreifbar ist oder nicht so hart herangenommen werden kann wie andere. Und das hat ihn, glaube ich, in der Frage etwas leichtsinnig, etwas überheblich gemacht. Ich bin nicht der Berater von Herrn Wulff gewesen. Ich kann mich nur wundern, weil es eigentlich auf der Hand liegt, weil es eine Lehre ist aus sämtlichen kleineren und größeren Skandalen und Affären in den letzten 30 Jahren, dass man sie auf die Art und Weise, wie es Wulff gemacht hat, dass man diese Skandale oder Affären nur größer macht. Die Fragen werden immer bohrender, das Schweigen immer quälender. Viele Journalisten glauben, dass Wulffs langjähriger Berater und Sprecher Olaf Glesiker für dieses Krisenmanagement verantwortlich ist. Der frühere Journalist ist seit Jahren Wulffs engster Vertrauter. Wulff lobt ihn immer wieder. Wir leben halt sehr viel zusammen die letzten gut 10 Jahre. Und da ist sehr viel an Übereinstimmung, ohne dass man sich über bestimmte Dinge unterhalten muss. Man schätzt sie ähnlich gleich ein und ist natürlich für mich ein Glücksfall. Der Glücksfall wird für Wulff zum politischen Albtraum. Denn längst interessieren sich die Journalisten auch für all das, was Wulffs Vertrauter so alles macht.